Weißt du, was die, weißt du, was der Top-Kommentar war unter der nächsten Folge? Nee. Wir sollen auf Freundinnen und deren Mütter reagieren. Ja. Nice, ne? Ja, weiß ich nicht. Das ist meine Community. Das heißt, ihr schreibt dann, ihr schickt dann jemand ein Bild zum Beispiel von seiner Mutter und wir sollen dann 25.000, 30.000 Leute sollen dann sagen, zum Beispiel, ja, nice oder nicht so nice. Das ist so. Also wir sollen Mütter bewerten oder was? Das ist das, was die Community möchte und das habe ich mich auch da, das, spätestens da habe ich mich gefragt, ob die einen Schaden haben. Rot. Aber wer schickt denn? Wohin? Leute, jetzt mal ehrlich, schickt jemand dann freiwillig seine Mutter? Nein, das war wirklich Top-Kommentar. Ich kann es euch gleich zeigen, aber wir werden es nicht machen. Wo soll ich hinschießen? Hot Mom, check. Was ist denn der Top-Kommentar, hä? Habt ihr den gelöscht, Koray? Den hast du erfunden, weil du gerne auf die Mütter deiner Abonnenten machst. Nein, hä? Was denn das? Nein, Spaß. Ich finde, der war aber safe da. Ich weiß es ganz genau. Ja, Koray, ich glaub's euch nicht. Doch, da war echt Top-Kommi. Ja, ich glaube, wirklich. Ihr steckt unter einer Decke. Das ist... Den habt ihr euch zusammen ausgedacht, den Kommentar. Reaktion auf Freundin oder Mütter. Da ist es. Leute, was soll denn Eli sagen? So, ja, die Freundin sieht super aus, ja, die nicht. Ich stell mir vor, ich sage, nee, die ist schon hässlich. Und dann guckt die da das Video mit euch zusammen. Wie trocken, ja. Ohne Smiley oder ohne irgendwie einen Joke am Ende. Einfach nur so der Kommentar. Nein, das ist gemein. Jeder Mensch hat was Schönes an sich. Ja, es war Spaß. Alleine, ganz ehrlich, alleine wenn jemand ein gutes Herz hat und einen netten Charakter, dann ist das Aussehen, also, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber dann mag man die Person einfach voll, egal wie sie aussieht. Und dann gibt es Leute, die sehen voll gut aus und die sind eigentlich unsympathisch. Kennt ihr das? Das schreibe ich mir auf meine Fehlermappe. Das sehen wir so oft. Das schreibe ich mir auf meine Fehlermappe. Ja, ist doch so.